Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Da konnte ich schon meine Aussicht verbessern. Die ein bisschen freigeschaltet wurden. Ah, da hinten. Spider-Männer. Ein Warenzeichen nur. Das ist interessant. Na gut. Weil ich ja sonst nichts zu tun habe momentan. Schalte noch einen Bezirk frei. Dann wird sich Yuri freuen. Hoffentlich. Muss sie ja beeindrucken. Und ein paar Verbrecher verprügeln. Ach ja, ich habe noch genug zu tun. Es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide Weisen. Beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast einen guten Boss, May. Ich werde ihm aufrichten. Hab dich lieb, Peter. Danke. Ich dich auch, Tante May. Ich dich auch. Wieso ist er so besorgt? Also weiß er doch mehr, als er zugibt. Peter, hier spricht Dr. Octavius. Oh, hallo. Was gibt's? Lance Corporal Tixidor ist hier für eine Abprobe. Das habe ich total vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich habe nur... Ich komme sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch Parker, in ihm steckt so viel mehr. Oh, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja. Gott. Wir verschieben das. Ah, fuck. Ich denke zu viel an mein Dasein als Held nach. Ah, irgendwo hat mein Boss recht. Ich muss pünktlich sein. Mensch, zwei Leben zu führen ist auch nicht immer leicht. Okay, ich sollte mich beeilen. Bevor ich noch mehr verärgere. Ist echt schlimm. Aber zwei Leben zu führen ist auch nicht gerade immer das Einfachste. Das ist halt auch das Problem. Ist ja im Bereich, also das kann ich ja schon. Okay. Und zack. Und zack. Er ist es, macht ein Foto, ja, macht es gerne. Kein Problem damit. So. Dr. Octavius, ich bin da. So gut wie. Puh.
Ah, Haare nochmal richten. Gut. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll, und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter... Es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Aber Freunde, lasse ich dich im Stich. Verdammt. Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Oh, ein neuer Bezirk, oder? Na gut. Willst du eigentlich schon denken, kann ich doch helfen. Ich lass mir was einfallen. Ja, nur ohne Geld kann man sich bezahlen. Aber irgendwie werden müssen wir ihnen helfen. Mensch. Wir fliegen bald in unserer Wohnung. Haben jetzt unseren Job verloren. Super. Mir geht es stets nur um die Wahrheit. Als Reporter und Herausgeber habe ich immer die Wahrheit gedruckt. Und jetzt als Radiomoderator sage ich sie. Manchmal tut das weh, aber es ist meine Pflicht, sie Ihnen zu präsentieren. Und die Wahrheit ist, die Stadt ist nicht ruhig. Sie ist nicht friedlich. Sie ist eine tickende Zeitbombe. Unter der Oberfläche brodelt es, als würde ein hungriger Hai warten. Lassen Sie sich von Spider-Man nicht täuschen. Sie sind nicht sicher. Keiner von uns ist das. Ah, ich beweise dir das Gegenteil. Oh, fuck.
nicht hinbekommen. Oh. Wieso müssen die immer schießen können? Hey! Echt mal! Junger Mann, ich halte den Wagen jetzt an! Geben Sie auf, ich halte den Wagen jetzt an, ne? Tschüssi! Danke, bis. Das ist wirklich dreist. Ah, dann du, dann kommst du jetzt. Tschüssi! Aua, was? Komm, schieß auf mich! Oh, das war ein Fehler! Was ist denn das jetzt? Speicherung. Ja, schön, dass sie aktiviert wurde. Ach, scheiße. Hier sind mal diese PC-Störungen, ne? Kannst du mir irgendwo spielen lassen? Danke. Sorry. Ah. Oh, ich hab mich gleich gedrückt. Warte mal. Gott. War's das? Oh nee, dann nicht wieder zwei Decke. Nicht zwei Decke. Alles aus. Nicht zwei Decke, nicht zwei Decke, nicht zwei Decke, nicht zwei Decke. Na gut, nur ein Typ, der rumballert. Aber er ist nicht fett. Zwei Decke. Na klar. Oh, Alter. Ja, genau das ist mein Problem mit den Viechern. Scheiß fetten Fettsäcken, Alter. Würde Mist. Scheiße. Oh, Alter, ja, danke. Sehr freundlich. Nein. Nein, ich wollte ja auf ihn schießen, aber egal. Dann mal ihn jetzt, war der fertig. Oh, er ist weg. Oh, zum Glück. Ich bin nämlich kein Fetti-Freund tatsächlich. Dann. Fetten. Ah, ja, du brichst deine Knochen. So, jetzt hab ich euch alle. Also wirklich, ne? Schon mal das fallen lassen nachgedacht? Wirklich? Boah, Alter, oh Gott, oder? So, find ich ganz, okay, die geben dir wieder auf, oder was? Nee, nee. Ah. So. Der Fahrer verdient Respekt. Manhattan im Berufsverkehr ist krass. Gut. Aha. Moment 240 gekommen, da habe ich übelste Probleme, das dann noch standhalten zu können. Das ist noch nicht ganz so einfach. Also es wird einfacher, weil ich es auch schon öfters jetzt gemacht habe, aber ja, das ist noch verbesserungswürdig. Problem ist ja auch, es sind ja so einfache Gegner eigentlich, ne? Das ist auch mal ein bisschen problematisch dann. Oh, kein Verbrechen, komisch zu mir, also, nö. Kein Verbrechen. Oh, schade. Ich kann mal jemand auf die Schnauze gehauen. Achtung, Einheit! Zivilisten benötigen nach schwerer Kollision Hilfe. Officer bei Devil's Shelf, bitte zum Tatort. Oh. Ah, das sind irgendwo hier, ne? Wahrscheinlich den Turm aktivieren, das sehe ich nicht wo. So, okay. Ich komme! Okay, da, scheiße, ja. Ey, ist ja gut. Dann gehen wir mal schießen. Willst du mal gerne schießen? Okay, wir müssen echt, ne? Mal wieder schießen, ne?
Hier bin ich. Ein Fußgänger steckt unter dem Auto fest. Halten Sie durch! Scheiße, ich muss mich beeilen. Ruhig. Reicht jetzt aber auch. Okay, wer braucht Hilfe? Du brauchst Hilfe. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Ah, oh, kommt sie. Danke, mein Held. Du bist echt okay. Ey, jetzt komm. Ich brauche keine Glückwünsche. Kein okay. Lob. Okay, alles in sicher. Ich sollte hier weg, damit die Profis ran können. Danke, ich dachte, ich würde sterben. Oh, wow, es ist... 6 Warenzeichen hier. Ach so, ich hab gelesen, 1 Warenzeichen. Ach nee, oder? Mach mal ganz hinten an. Können wir jetzt auch einmal. Weiß, wir machen jetzt gerade sehr viel Rucksäcke und so, aber dann haben wir das Werk. Das ist ganz witzig und ich weiß, vielleicht nervt das manche, aber. Na? Wie gesagt, je mehr wir jetzt machen an Nebenmissionen, wird ja immer weniger. Alle Officer, uns wurde eine vermisste Person gemeldet. Nachdem ich meine Kräfte hatte, brauchte ich keine Brille mehr. Hab allen gesagt, ich hätte mit dem Geld von Fisks Preis meine Augen lasern lassen. Fragen mich, was ich von Bürgermeister Osborne halte. Aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen Sie den ersten Anrufer. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborne macht einen tollen Job. Er hat in der Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. Die Polizei hat für Sicherheit gesorgt und Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde viele Initiativen des Bürgermeisters gut, wie sein Vorgehen gegen Lebensqualität, Verbrechen. Aber er erntet die Lorbeeren für die Arbeit vieler anderer Leute. Er hat hohe Ziele. Das ist nicht schlecht. Aber man sollte sich vor Leuten mit hohen Zielen hüten. Früher sorgte eine wachsame Presse dafür, dass Politiker ehrlich blieben. Aber die ist ein Schatten ihrer selbst. Und jetzt haben sie nur noch mich. Hallo? Danke. Was ist das Problem? Nächste Einheit zum Tatort. Vorsicht! Position der Nähe von Devil Shelf. Ach Leute, ihr kennt das doch mit der... Oh, kommt schon Leute, ihr schafft das gerade an der Steuer vorbei. Da gibt es dann nicht irgendwie so ein... Wenn man das so nennen, so ein Tweet oder so, irgendwie so ein Twitter-Kanal, wo ihr eure Erfahrungen mit Spider-Man nicht austauscht. Ist ja ein bisschen was nicht, das ist echt doof, ne? Vielleicht mal einrichten. Nimm das, Arschloch. Und hier umsonst Müll an. Also Gegenstände. Ah, okay. Mit euch kann ich auch mit Gegen hin, war da. Ist gebongt. Endlich ein richtiger Kampf. Komm her. Ein richtiger Kampf, ne? Sagt der Verlor. Ich zermalme dich. Haben wir ihn hier. Stau. Oh, was? Er ist denn bekommen. Also diese Fettsäcke. Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Okay.
Der Artikel, der Spider-Man die Schuld dafür gibt, dass Electro Cops getötet hat, das war der Gipfel. Ich musste als Fotograf aufhören, sonst hätte ich Jameson geholfen, Lügen über mich zu drucken. Deswegen hat er aufgehört. Ah ja. Ja, was ergibt's denn? Da steht man ja auch mal, warum er aufgehört hat.